Birdman's Route. Neue Bestzeit. Yeah! Aber es war meine erste Bestzeit und ich mache das nochmal und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Mirror's Edge Catalyst. Okay. Hätte gedacht, wir kriegen das so hin, aber da an der Kante konnte ich auch nicht mehr abrollen. Nochmal bitte. Geht ja gut los. Kann man hier auch mehr Schwung holen? Ich darf mich hier doch umdrehen. Moment. Jetzt bin ich weitergekommen. Lief aber auch nicht optimal. Ach, schon wieder die Wand. Beinahe vergessen. Oh, beinahe. Schneller läuft's schon mal. Hab noch keine einzige Abkürzung gefunden, aber erstmal das Ganze so machen. Noch 3 Sterne, 6 Sekunden schneller. Na gut. Ich sehe es, deine Dashzeit im Beat Faith. Gut gemacht. Freut mich, dass du es immer noch drauf hast. Sieht cool aus, diese rote Lichtsäule, wo wir hin müssen. Upgrade-Punkt, einen erhalten. Was haben wir hier sonst noch? Dash. Die Birdman's Route. Ah. Kehre zur Birdman zurück. Machen wir das doch. Hm? Was ist das denn? Ach, jetzt habe ich C gedrückt. Mist. Irgendein Sammelkram ist das. Dafür gab es auf jeden Fall 10 Punkte. Dann bahnen wir uns mal wieder unseren Weg, aber nicht vom Dach fallen. Das schaffen wir doch niemals unbeschadet darüber. Da ist ja noch so ein Sammelkram. Nein, ich wollte eigentlich bloß runterfallen. Naja. Batz. Sammelkram. Noch mehr Sammelkram. Das kriege ich noch nicht ganz hin. Abrollen bekommen wir aber noch. Faith sich nicht abrollen kann, ist auch etwas seltsam, ne? So, was ist das? Telefon? Zigarettenschachtel? Pfui. Ich dokumentiere unsere Reise wie ein Tagebuch. Für Avani, wenn sie älter ist. Es geht ihr schon viel besser. Ja, aber sie ist immer noch schwach. Sie wird sich an die Reise nicht allzu gut erinnern. Die Vorräte sind fast komplett. Firebird sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt. Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach. Vielleicht hilft uns Black November. Mit denen hätte ich gerne möglichst wenig zu tun. Wir haben die Waffen. Das ist mehr als genug. Ich sehe mal nach Avani. Gib mir Bescheid, wenn wir alles haben. Mach ich. Wir lassen sein Tagebuch mitten auf einem Dach rumliegen. Naja. Kommst du zu uns runter? Die Leiter kommen wir da ran. Wie locker. Locker, locker, locker. So. Ach nee, dich kenne ich ja schon. Ich muss ja die Tür nehmen. Ich muss nicht, aber... Wobei, ich weiß es nicht. Ich nehme sie aber einfach mal. Hauptsache, wir holen uns hier keinen Stromschlag. Hier Lärm. Sind das die Server? Oder ist das auch Sammelkram, der nach uns ruft?
Nee, so in einem Schwung von hier Kante hoch und weiterlaufen, das geht nicht. Hier muss ich wirklich anhalten. Oder ich muss noch besser hinbekommen. Das Klopfen hier ist cool. Also unser Getrampel. Hey. Kurierin. Birdman hat eine Lieferung für dich. Diese gehören zum Tagesgeschäft eines Runners und sind eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Informationen zu übermitteln, ohne dabei durch das Konglomerat bewacht zu werden. Da bist du ja wieder. Denk daran, dass du in dieser Gemeinschaft nur so gut bist wie das Bild, das die Leute von dir haben. Wie gut du wirklich bist, spielt dabei keine Rolle. So dämlich all dieses Getue und Aufgeplustere auch ist. Es war ein tolles Gefühl, wieder zu rennen. Und du hast dich richtig gut geschlagen. Eine letzte Sache noch und wir sind fertig. Noah hat irgendwas von der Lieferung erzählt. Ja, unser täglich Brot. Ich habe zufällig ein kleines Paket, das abgeliefert werden muss. Du kannst es dort drüben abholen. Ich finde, haben wir jetzt zwar nicht erlebt, aber ich finde solche Wechsel zwischen Ego-Perspektive und... Das Paket ist dort drüben und es wäre mir überaus recht, wenn es noch heute zugestellt wird. Ja, ja. Und irgendwelchen Außenkamera-Perspektiven, also Zwischensequenzen, finde ich einfach richtig toll in Spielen. Aha, hallo, wo? Dich soll ich also liefern. Hier war gerade eben eine Markierung, aber das war das da hinten, oder? Ja. Liefermission. Heutzutage sind alle Pakete mit dem Beat verbunden. Du müsstest den Bestimmungsort also auf deiner Karte sehen. Ach, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man für sowas nicht mehr als eine Adresse und seinen verdammten Verstand hatte. Jetzt hast du hier ein Mainboard an der Wand kleben. Dringende Lieferung. Liefere das Paket rechtzeitig ab. Der Countdown beginnt, sobald du den Stadtbereich verlässt. Oh. Und da müssen wir jetzt hin. Ich gucke lieber nochmal vor auf die Karte. Oder oben flitzen Bahnen lang. Ja. Ist ja ein cooles Geräusch. Okay, ich guck mal kurz. Hier ist eine Überquerungsmöglichkeit. Hier aber genauso. Ich lauf einfach mal los. Not können wir es bestimmt wiederholen. Man braucht auch etwas Ortskenntnis. Aber auch nur etwas. Können wir hier rüber? Nee. Scheiße. 1,39 noch. Das könnte ein ganz schöner Umweg sein. Schuhe quietschen auf glatten Oberflächen, das ist cool. Hier drin. Bitteschön. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass das Paket abgeliefert wurde, Faith. Ich würde sagen, du bist so bereit, wie du nur sein kannst. Nix mit Internet. Ich habe jetzt auch ein Beatlink. Ich benutze es allerdings so selten wie möglich. Man weiß nie, wer mithört. Das war... Wir waren gerade selbst das Internet, die Datenautobahn. Wer bist du denn? Wenn man mit Leuten reden kann, dann kommt da ein Symbol. Man kann nicht einfach drauf losquatschen. Und du heißt... Einfach nur Gridleak. Eine Information, die aus dieser, ich sag mal, Wolke herausgetropft ist. Klopft denn hier? Einfach nur Arbeiter.
hier den ganzen Spaß fertigstellen. Uns aber nicht weiter beachten. Nun gut. Was war das jetzt? Ach, das war der Bildschirm. Ich dachte schon, was bricht jetzt zusammen? Ah, hier kann man hochklettern. Na, wobei. Aber doch, kommen wir halt nicht. Mist. Das ist so hoch. Erfahrungspunkt, Erfahrungspunkt, Erfahrungspunkte. Ja, darf ich nicht rein. Auf den Dächern Bildschirme. Nein, wenn man da oben lang reist, aber warum gleich mit Lautsprechern? Hm. Die werden es schon wissen. Ne, hier ist keine Wand. Oh, das war knapp. Ach, hier quatscht wieder ein Bildschirm. Wollte schon sagen, wer ist denn jetzt neben uns? Schwarze Tür? Sieht ja cool aus. Wer bist du? Dich kennen wir doch, oder? Steht ja einfach so auf dem Dach rum. Hallo? Was machen Sie hier? Warum? Und wie? So? Und weshalb? Der Bildschirm macht wieder Lärm. Au. Das hat... Okay, das war doch höher als gedacht. Da wäre auch noch sowas. Kann man eigentlich auf den Drohnen fahren? Dann könnte man das da einsammeln, oder? Was gibt es da für eine spezielle Fähigkeit? Auf Drohnen reiten. Immer schön in Bewegung bleiben, dann füllen wir was auf. Geht's hier wieder tief runter? Nein. Gut, bevor wir hier weiter herumstolpern, schauen wir doch mal noch auf die Karte. Das sind die Fertigkeiten, aber habe ich hier noch mehr? Missionen. In Freiheit, nachdem du 2 Jahre lang eingesperrt warst und jeden Tag gesagt bekommen hast, was du zu tun hast oder was du tun sollst, bist du nun endlich frei. So frei, wie man das in so einer vernetzten Stadt sein kann. Die Stadt wartet auf dich, aber du musst zuerst die letzten... Sicherheitskontrollen. Überwinden. Dungan. Den du am liebsten vergessen würdest, hat dich grüßen lassen. Die Arbeit für ihn hat dich überhaupt erst ins Gefängnis gebracht und du hast Schulden bei ihm. Gewaltige Schulden. Sollten wir nicht noch jemanden besuchen? Oh, in was? Oho. Dokumente. Dokumente und Überwachungsaufnahmen liefern wichtige Erkenntnisse über die Stadt Glass und ihre Bewohner. Während du meistens auf den Dächern... Während die meisten auf den Dächern der Stadt verstreut sind, können einige nur in Missionen gefunden werden. Eine Aufnahme haben wir schon von ein paar. Karte. Start. Gut. Sprich mit Birdman.
sind ja schon wieder so nah. Was gibt's denn hier noch? Was ist das? Ein Haus. Unterschlupf. Upsa. Ich wollte jetzt nicht hin. Alte Freunde, triff dich mit Nomad. Das machen wir doch. Ah, ich finde das toll, wie man sich hier seinen Weg bahnen kann. Das macht jetzt schon einen guten Eindruck. Es wird schon wieder dunkel, also einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel scheint es auch zu geben, das ist super. Einfach mal springen, egal wo das hinführt. Autsch. Schön im Flow bleiben ist ja auch schön gut, aber wenn es dafür tief in die Tiefe geht, ist das blöd. Deswegen lieber an solchen Ecken, wo man sich unsicher ist, einfach mal anhalten. So, jetzt machen wir noch Schmutz und ein paar Risse in die Solarzellen. Dann freuen sich die, denen das hier gehört. Na! Kaputt machen. Ob man das noch kann? Mal gucken. Fall nicht runter. Da ist sie, in Fleisch und Blut. Sogar in meinen Klamotten. Danke, dass du sie geholt hast. Wie läuft's bei dir? Naja, ich schlag nicht so durch. Du hast mir gefehlt. Ja, ja, also, wie kann ich dir helfen? Es geht um die Kastenlosen. Sie bauen in den Greylands ein Warnsystem vor Kasek-Razzien auf, aber sie brauchen Steuerchips. Und zwar aus Allcom-Relais-Kästen. Steuerchips? Relais-Kästen? Okay. Wenn du diese Chips entfernst, machst du Allcom Probleme und hilfst gleichzeitig den Kastenlosen. Bist du dabei? Klar. Du kennst mich. Ich bin die Erste, die anderen hilft. Tu ruhig so, als wäre alles egal. Ich weiß, warum du gesessen hast. Ja, weil ich blöd war. Wo finde ich diese Kästen? Nicht weit von hier. Ich markiere sie dir. Okay, alles klar. Die Kastenlosen. Die kastenlosen Spatzenhörner. Wir schubst mal nicht. Das ist also Nomad. Oh, war das hier eine Scheibe? Die Leute werden sich auch denken dahinter, was ist hier los? Schon einige andere Komponenten besorgt. Mit diesen Chips haben sie dann alles, was sie brauchen. Man denkt, hier kommt man durch, aber nein. Voll die Verarsche. Das ist voll die Naseneinschlagtür. Alte Freunde, Nomad möchte, dass du die Kastenlosen in den Greylands hilfst. Indem du Steuerchips. Müssen wir wieder was auf irgendein Mainboard stecken? Aus Arkham Relaiskästen sammelst. Die an verschiedenen Orten der Stadt zu finden sind. Die Aufgabe klingt einfach, aber du solltest dich von Krugersack Patrouillen in Acht nehmen. Ich hab den ersten Chip. Großartig. Der nächste Relaiskasten müsste ganz in der Nähe sein. Ganz in der Nähe sieht er nicht ganz aus. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Kasek-Patrouillen unterwegs. Und die Kerle sehen aus, als wäre mit ihnen nicht zu Spaß. Das sind nicht die üblichen Trottel. Die Spezialeinheit, die uns das Gerüst runtergekegelt hat. Ah, da oben war was, na egal. Protector, klasse Nahkampf. Das klassische Ausweichen. Na dann,
stellen wir uns diesen Protector mal in der nächsten Folge. Den Blaumann. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.